Bei manchen Spielen weiß ich schon, bevor ich sie spiele, dass ich ein Video dazu machen möchte. To the Moon ist eines dieser Spiele. Schließlich erfüllt es doch die meisten der PKA-schen Kritikkriterien. Es ist storyfixiert, kommerziell nicht so wahnsinnig erfolgreich, gut, hier macht The Last of Us eine Ausnahme, und hat eine ganz eigene Ausstrahlung. Dementsprechend ist es wohl kein Wunder, dass ich gleich von Anfang an die Aufnahme mitlaufen ließ, als ich dieses Spiel anfing. Ich habe nicht gewusst, ob es mich begeistern oder langweilen würde, doch allein durch das, was ich vorher darüber wusste, war mir klar, dass dies ein Spiel ist, über das ich etwas zu sagen haben würde. Klar, durch seine bunten 16-Bit-Grafiken sieht es in Zeiten der grau-braunen Realitätsannäherung interessant aus. Es ist liebevoll und detailreich gestaltet, und ein RPG-Maker-Noob wie ich kann kaum glauben, dass man so ein atmosphärisches Spiel in einem Programm wie diesem umsetzen kann. Ja, allerdings. To the Moon wurde mit dem RPG Maker XP geschaffen, und zwar von Kan Gao, der mit seiner Firma Freebird Games schon so einige Free-to-Play-Titel auf den Markt warf, mit To the Moon 2011 aber seinen ersten kommerziellen Erfolg hatte. Freebird Games setzt sich das Ziel, Spiele zu entwickeln, die ihr Hauptaugenmerk auf die Narrative setzen. Und To the Moon macht da natürlich keine Ausnahme. Im Spiel geht es um einen Mann namens Johnny. Johnny liegt im Sterben, aber er hat einen letzten großen Wunsch. Er möchte zum Mond fliegen. Da das in seinem Zustand natürlich nicht möglich ist, suchen ihn zwei Angestellte der Sigmund Corporation auf. Ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Erinnerungen für sterbende Menschen zu konstruieren, um ihnen ihren Lebenswunsch zu erfüllen. Und somit begleiten wir Dr. Rosaline und Dr. Watts auf dem Weg durch Johnnys Gedächtnis, um in seiner Kindheit das Verlangen zu pflanzen, Astronaut zu werden. Treffen dabei die Liebe seines Lebens, River, und lösen nach und nach das Geheimnis um den naheliegenden Leuchtturm, Origami-Hasen, Schnabeltier-Kuscheltiere und natürlich die Frage, warum will Johnny eigentlich zum Mond? Freebird Games hält, was es verspricht. Die Ausgangssituation ist ungewöhnlich, die Geschichte frei von Videospielklischees. Die ganze Narrative wirkt frisch und lebendig. Sie hält einen in ihrem Bann und zumindest ich war immer gespannt darauf, wie es weitergehen würde. Die Twists sind nett und generell wirkt alles sehr glaubwürdig. Das lässt sich allerdings nicht unbedingt für die Charakterisierung sagen. Johnny selbst ist, trotz dass wir sein ganzes Leben an uns vorbeirauschen sehen, ein sehr seichter Typ. Und bei River ist es ähnlich. Statt einem Charakter gab man ihr etwas anderes. Ich will dir nicht zu viel spoilern, aber es ist so ähnlich wie mit den meisten Homosexuellen im Film. Charakter, was ist das? Homosexualität ist quasi eine Eigenschaft. So ähnlich verhält es sich auch hier. Unsere beiden spielbaren Figuren haben auch nur sehr wenig Eigenschaften. Dr. Aoife Rosaline ist der ernste Part des Duos, während Dr. Neil Watts der nerdig-witzige Counterpart ist. Und diese fehlende Tiefe ist es wohl, was mich überwiegend kalt lässt. Klar, die Geschichte selbst ist gut konzipiert. Aber die emotionalen oder lustigen Augenblicke, die so gut wie jeder in diesem Spiel zu finden scheint und die eher mit den Figuren zusammenhängen, sehe ich einfach nicht. Besonders der Comedy-Aspekt geht an mir völlig vorbei. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein emotionsloser Brocken, aber dieser ganze Nerd-Humor stößt mir eher auf, als dass ich ihn komisch finde. Auch wenn es hier deutlich charismatischer rüberkommt als in so grausamen Dingen wie The Big Bang Theory. Ugh. Und genauso ist es bei den emotionalen Segmenten. Wie schon gesagt, die Charaktere sind einfach nicht besonders gut ausgearbeitet. Und dementsprechend kann ich da nicht mitfühlen. Der Augenblick, in dem der einzige Song mit Lyrics im Spiel läuft, war für mich wohl der Höhepunkt. Und wäre das Spiel da vorbei gewesen, wäre ich wohl noch ein bisschen gnädiger mit diesen Aussagen. Im Endeffekt ist die Story zwar besser als in vielen anderen Videospielen, aber so von den Socken gehauen hat es mich auch wieder nicht. Allerdings mag ich das Grundprinzip mit den Erinnerungsimplantaten recht gern. Daraus könnte man in späteren Episoden echt noch was Interessantes basteln. Und wo wir gerade bei den Songs waren, die sind durchweg echt gut und passen sich der Stimmung an. Das Main-Theme wurde nicht umsonst zahllos gecovert.
Es ist sehr simpel und geht gut ins Ohr. Und die eher spannungsgeladene Musik hat für mich teils ein echt beunruhigendes Feeling. Und dann gibt es noch das hier. Wenn ihr dieses Geräusch 20 Mal hintereinander hört, wisst ihr, dass gleich etwas Furchtbares passieren wird. Da kriege ich schon fast wieder Gänsehaut. Für ein RPG-Maker-Spiel sieht das natürlich auch fantastisch aus und dementsprechend muss ich da wohl nicht viele Worte drüber verlieren. Wenn ich so etwas sehe, wünschte ich mir, ich könnte auch mit solcher Software umgehen und meine zahllosen Story-Ideen in Videospiele stecken. Denn ein solcher hübsch detaillierter Grafikstil reicht meines Erachtens bei einem auf die Narrative pochenden Spiel absolut aus. Aber diese eher atmosphärischen Elemente können doch noch nicht alles sein. Oder? Was ist denn nun mit dem Gameplay? Die beiden Doktoren lassen sich entweder per Maus oder per Tastatur durch die Welt von To the Moon steuern. Wenn mit einem Gegenstand interagiert werden kann, verändert sich der Mauszeiger. Spielt man per Tastatur, ist man wie in guter alter Rollenspielmanier darauf angewiesen, alles anzuschauen, was auch nur im Entferntesten interessant aussehen könnte. Apropos Rollenspiel. Immer und immer wieder lese ich, dass To the Moon ein Rollenspiel sein soll. Sogar auf der Packung. Das ist absoluter Schwachsinn. Es wurde zwar mit dem RPG-Maker erstellt, aber es hat nichts mehr, das ein Rollenspiel auszeichnet. Man konzipiert keinen Charakter, es gibt keine Kämpfe, keine Level, keine Quests, nichts. Ziemlich früh im Spiel wird das Kampfsystem eines rundenbasierten Rollenspiels sogar auf die Schippe genommen, weil es absolut nicht zu dem Stil des Spieles passen würde. To the Moon lässt sich eigentlich in gar kein Genre stecken, weil es so verdammt wenig Gameplay hat. Vielleicht eine Art Visual Novel Point-and-Click-Adventure? Aber auch das wäre irgendwie schon zu viel. Weder trifft man Visual Novel-typische Entscheidungen, noch muss man irgendwelche Gegenstände kombinieren. Und das, obwohl man ein Inventar hat, in dem sich Gegenstände und Schlüsselobjekte ansehen lassen. Das Gameplay besteht einzig und allein darin, von A nach B zu laufen und Schauplätze zu erkunden, mit Leuten zu reden und zwischenzeitlich kaum nennenswerte Rätsel zu lösen, bei denen man ein Motiv aufdecken muss. Dann gibt es noch eine Sequenz, in der man reitet, eine Hau-den-Maulwurf-Passage und schließlich ein kleiner und seltsamer Ausflug in das Shooter-Genre. Es ist eigentlich unmöglich, stecken zu bleiben und nicht weiterzukommen. Und dieses Prinzip ist auch eines der Probleme, die ich mit diesem Spiel habe. Viele andere Videospiele, die in eine ähnliche Richtung gehen, haben zumindest unterschiedliche Pfade. Seien es nun Visual Novels oder interaktive Filme wie Heavy Rain. Auch dort steht das Gameplay nicht im Vordergrund, aber diese Spiele haben Wiederspielwert, weil es unterschiedliche Wege gibt, das Spiel zu bestreiten. Games ohne unterschiedliche Pfade und Enden haben dann zumeist wenigstens ein unterhaltsames Gameplay, namentlich The Last of Us oder Nier. To the Moon hat nichts davon und somit wird man es normalerweise auch nicht mehr als einmal spielen. Dieses Spiel lässt sich tatsächlich am ehesten mit einem Buch oder einem Film vergleichen. Wenn man es nochmal guckt oder liest, dann nicht aus denselben Gründen, aus denen ein Videospiel ein weiteres Mal gespielt wird. Fakt ist, To the Moon hat selbst für jemanden wie mich, der so sehr auf die Geschichte, die Charaktere und die Atmosphäre fixiert ist, fast schon zu wenig Gameplay. Auf jeden Fall ist es das mit Abstand uninteraktivste Videospiel, das ich je gespielt habe. Warum das aber nicht weiter ins Gewicht fällt? Weil das Spiel so kurz ist. Ich zumindest hatte für 4 Stunden meinen Spaß, ohne dass Langeweile aufkam. Und das ist trotz der oben genannten Kritikpunkte etwas, das viele moderne Spiele inzwischen nicht mehr erreichen. Wer also ein kurzweiliges, außergewöhnliches Spielerlebnis sucht, das sich mal eben an einem Abend durchspielen lässt, ist mit To the Moon gut beraten. Ich kann zwar jeden verstehen, der meint, dass dies nichts für ihn wäre, aber für die popligen 5 Euro, die man bei Amazon für dieses Spiel bezahlt, kann man wohl durchaus mal einen Versuch in diese Richtung starten. Und selbst wenn es einem nicht gefällt, immerhin hat man dann noch den schönen Soundtrack.